Bora de muco, chuco, chatins, que go. Aqui é com o que go. Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich möchte euch heute gerne meine Swaps zeigen, die ich für Onstage mache, für das Demo-Treffen, wo wir immer alle hinreisen und Swaps tauschen. Und zwar habe ich hier so kleine Büchlein verziert. Es ist mal nichts, was man essen kann, ohne Kalorien, ohne dass es schlecht wird oder schmilzt. Ist ja immer so eine Sache, dann hat man was eingepackt, was der andere nicht mag und so weiter und so fort. Ich habe mir einfach so ein kleines Buch genommen. Da könnt ihr natürlich jedes Buch nehmen, was ihr habt oder findet oder wie auch immer. Das möchte ich heute gern mit euch verzieren. Und zwar, wo ist mein Framelit? Ist es das? Ja, tatsächlich. Habe ich die Sechsecke genommen. Das stand sich ganz schnell aus. Die Big Stot steht samt Katze neben mir. Achtung, Fähnchen. So, und dann habe ich ein Stempel Blend genommen, und zwar ist das Aquamarin in Hell. Und damit habe ich hier unten so eine Welle hingemalt. Jetzt geht ihr hier einfach so runter, malt den unteren Teil an, dass der Schneemann einfach auf irgendwas steht. Wenn das trocknet, wird das auch gleich schön glatt und ebenmäßig. Dann kommt der Schneemann hier zum Einsatz. Und zwar habe ich den aus dem Set hier, was ja auch zu dem Designerpapier passt, was die Banderole nachher ergibt. Schneemann einmal stempeln. Und auch die Arme vom Schneemann. Und zwar habe ich die einfach hier so mit Pi mal Auge aufgestempelt. Es hat auch in den, ja, eigentlich hat es immer gepasst. Es hat in so gut wie allen Fällen wunderbar gepasst. Wahrscheinlich jetzt hier im Video nicht, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern. So. Ich sehe gerade, dass ich überall Katzenhaare habe. Ich habe gerade mit Fähnchen geschmust. Die sitzt hier oben auf meinem Regal. Nicht, dass ihr denkt, ich laufe immer so rum. Das ist, weil geschmust wurde. Und schmusen ist wichtig, ne, Fähnchen? Und wer drei Langhaarkatzen hat, so wie wir, der sieht wahrscheinlich auch den ganzen Tag so aus. So, dann kriegt der gute Mann hier noch eine Mütze auf. Die ist ja hier auch mit in der Stanze, Nase, Hut, Arm und der Körper. Das habe ich jetzt einfach mit schwarzem Farbkarton gemacht. Dann nehme ich mir hier so einen Kludot und mache den so ein bisschen zur Wurst. Den Hut leicht schräg auf. Kleben. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, die Schneeflocken zu stempeln. Aber das können wir noch machen. Und zwar verwende ich da mein eigenes Set für. Juhu! Ich freue mich. Und damit kann man auch Schneeflocken stempeln. Sieht natürlich ein bisschen echter aus, wenn man das vorher macht und jetzt nicht da so hinquetscht. Aber es sieht auch noch gut aus. So,
Das haben wir. Jetzt kommt das Designerpapier. Und zwar ist das das hier. Mit den süßen Schneemännern und Schneeflocken und was nicht. Ich habe jetzt schon viel verwendet. Ich nehme jetzt einfach hier so einen Streifen, den ich mir schon vorbereitet hatte. Und zwar ist so ein Streifen 5 x 25 cm. Und den, ich glaube, ich finde das schöner. Ziehe ich mir einfach hier so rum. Achte darauf, dass das hier hinten gut übereinander lappt. Dann ruhig auch ein bisschen eng, dass das nicht vom Buch abgeht. Man soll es natürlich nicht festkleben, das wäre natürlich blöd. Dann, man will es ja wieder aufkriegen. Dann machen wir den Schneemann oben drauf. Wer so ein Buch nicht verzieren möchte, der kann das natürlich auf alles andere auch kleben. Der kann daraus eine Kartenfront machen, der kann da das auf eine Verpackung kleben. Es geht ja nur so um die Idee an sich, um die Sachen, die ich verwendet habe. Jetzt nutze ich auch zwei Sprüche hier aus meinem Set. Ich habe das Englische genommen, weil auf dem Treffen viele englischsprachige Demos sind. Da fand ich das irgendwie netter. Vielleicht denken die dann, wow, die hat an mich gedacht. Vielleicht aber auch nicht. Und dann schneide ich das jetzt einfach nur aus. Hoffe, dass es mir nicht verschmiert, weil ich ganz frisch bin hier. Volle Konzentration. So, from me for you. Klebt das einfach mit Kludotz fest. Den habe ich jetzt doof genommen. Da sollte der hin. From me. For you. Und was darf nicht fehlen? Richtig. Glitzersteine. Das war's. Eine schnelle, einfache Idee, um irgendetwas, was ihr verschenken wollt, zu verzieren. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst, wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. Boah, das ist ein Kuschel, 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 Ku